Was läuft schief in Hollywood und wie kann man das reparieren? Ja, da läuft gewaltig viel schief. Im Grunde genommen, was ich momentan das Problem habe, ist, dass eigentlich jeder Film, der heutzutage rauskommt, oder die allermeisten, eigentlich nur noch ein Produkt sind. Also sprich, Produkt waren Filme eigentlich schon immer. Aber man hat trotzdem gesagt, okay, ich probiere irgendwo den bestmöglichen Film zu machen und den an den Mann zu bringen. Aber momentan steht einfach so das Produkt an sich im Vordergrund. Das heißt, man probiert es irgendwie so massenkompatibel wie nur möglich zu machen. Es werden die Ecken und Kanten irgendwo abgefeilt und am Ende bleibt einfach nur irgendeine uniforme Masse übrig. Hauptsache so viel wie möglich Zuschauer erreicht. Das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund, was heutzutage so schief läuft. Und kann man das reparieren? Oder wie würdest du es reparieren, wenn du was in dem Studio zu sagen hättest? Ich meine, klar, der Grundgedanke zu sagen, ich möchte Menschen erreichen, ist ja gut. Aber es geht nur so, finde ich, dass man sagt, okay, ich erzähle wieder gute Geschichten. Das ist für mich irgendwo das A und O. Was heutzutage halt einfach nicht mehr ist. Hast du eigentlich nur die Möglichkeit, wenn du jetzt hier so Quantumania guckst oder was weiß ich, diese ganze Marvel-Sachen, wo in der letzten Zeit halt rauskommen. Im Grunde genommen ist das alles einfach nur noch ein Baukastensystem. Wir nehmen Stereotyp A, wir nehmen Stereotyp B, wir nehmen Stereotyp C, dann nehmen wir aus dem Handlungsbaukasten so ein bisschen ein Versatzstück von da und von dort und konstruieren dann irgendwas und ja, es funktioniert so nicht. Da fehlt halt einfach so ein bisschen das Innovative, das Eigene. Und das ist das, wo ich dann sage, so, okay, Freunde, fangt doch mal wieder an, eigene Geschichten, neue Geschichten zu erzählen. Und gut, irgendwo ist ja schon jede Geschichte irgendwo mal erzählt worden, aber trotzdem muss man doch einfach mal das Ganze schaffen, wieder ein bisschen mehr Individualität reinzubringen, finde ich. Und das ist das, wo ich dann sage, es läuft momentan einfach schief. Das ist das, wo ich dann sage, das ist das, warum mir das aktuelle Mainstream-Kino nicht mehr gefällt. Weil es nur noch eine uniforme Masse ist. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Kannst du dich noch erinnern? Ich war jetzt ein paar Mal im Kino. Ich glaube, der letzte Film, den ich geguckt habe, oh Gott, gut, Evil Dead Rise. Das war tatsächlich der letzte Kinofilm, wo ich geguckt habe, ja. Ja. Fand ich schön, fand ich toll. Hatte eine eigene Geschichte, hatte was Eigenes. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Die haben probiert, eine eigene Geschichte zu erzählen. Klar, aus dem bekannten Evil Dead-Universum. Natürlich hat man da auch, blöd gesagt, jetzt aus dem Evil Dead Baukasten ein paar Versatzstücke mit reingenommen, aber am Ende war es eine eigene Geschichte. Das ist das, was mir an dem Film so gut gefallen hat. Stichwort Fortsetzungen, Remakes, ja. Reboots, ja. Etc. Ja. Tu mal so, als ob die werden die nächsten 5 Jahre verboten. Okay. Kann es einen positiven Effekt haben und also wenn Studios gezwungen sind, wieder Originalstoffe zu entwickeln, oder geht der Schuss komplett nach hinten los, weil das Publikum sagt, kenne ich nicht? Ich behaupte mal, die ersten 1-2 Jahre wird es schwierig. Weil, also grundsätzlich bin ich ja selber niemand, der jetzt Remakes verteufelt, wo dann sagt, auf gar keinen Fall. Ich meine, man muss sich ja nur überlegen, ein paar der besten Filme aller Zeiten sind ja im Grunde genommen Remakes. Ob du dir das Ding anguckst oder Scarface oder Die Fliege, das sind Monsterfilme. Und im Grunde genommen sind das ja auch nur Remakes, so gesehen. Ja? Aber jetzt aktuell dann zu sagen, komm, wir machen einen Cut, keine Remakes mehr. Ich befürchte ein bisschen, dass das typische Kinopublikum da einfach so ein bisschen zu sehr, wie sagt man, indoktriniert ist, einfach so ein bisschen zu sehr drauf eingeschossen ist, dass die wissen im Grunde genommen schon einfach, was die erwartet. Ich glaube, wenn die jetzt auf einmal irgendwas sehen würden, was kein Remake oder nicht die x-te Fortsetzung oder irgendwas anderes ist, ich glaube, das würde die erstmal verstören. Aber ich bin überzeugt davon, es wäre nur eine Zeit lang. Über kurz oder lang, lass ein halbes Jahr rumgehen, lass ein Jahr rumgehen, dann würde langsam so ein bisschen das Bewusstsein bei den Leuten wieder erwachen, dass man sagt, okay, hey, ich sehe hier gerade eine ganz, ganz neue Geschichte und die ist gut. Aber ich glaube, am Anfang wäre es erstmal schwierig. Jetzt hast du das Problem, wenn du sagst 1-2 Jahre. Ja. Wenn du einen Konzern hast wie Disney, börsennotiert sind, oder Warner Brothers, die börsennotiert sind, und du musst alle 3 Monate Quartalszahlen vorlegen,
Geht das überhaupt? Vielleicht geht's, wenn man nach und nach was verändert. Ich glaube, Beispiel Disney. Von jetzt auf nachher zu sagen, okay, wir machen es jetzt nicht mehr so, sondern wir machen es nur noch so. Okay, das könnte wirklich schwierig werden. Aber vielleicht, indem man halt einfach probiert, wenn ich jetzt einen neuen Film mache, dass ich dann sage, okay, meinetwegen, wir nehmen jetzt Schauspieler, Stereotype aus dem bekannten Baukasten und kombinieren die vielleicht mit einer neuen Geschichte, die so in dieser Form noch nicht erzählt wurde oder einfach ein bisschen variiert. Dann könnte man das Ganze halt einfach, wie gesagt, für die nächsten Monate weiterspielen, dass man irgendwann wieder bei dem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir haben jetzt endlich wieder neue, gute Geschichten. Könnte funktionieren, ist jetzt nur eine Theorie. So, ich gebe dir mal was aus deiner eigenen Sammlung. Einfach mal in die Kamera halten, was du da hast. Mhm. Einen Ronin. Keine Fortsetzung, kein Remake, eigenständiger Film. Richtig. Richtig, eigenständiger Film, eigenständige Geschichte, tolle Charaktere, gute Action, gute Auto-Action. Handgemachte Action. Handgemacht, schnörkellos. Ich glaube, das ist bei dem Film irgendwie das richtige Wort. Schnörkellos. Es ist einfach ein schnörkelloser Film. Ja? Der probiert auch nicht auf Teufel komm raus, irgendwie ein Massenpublikum zu erreichen, sondern dieser Film sagt, okay, Freunde, das ist unsere Geschichte und die probieren wir einfach so toll wie möglich zu erzählen. So, was hast du noch am Schoß? Was haben wir noch? Rocky, da haben wir die Rocky Collection. 1 bis 5 ist hier in der Box drauf. Gut, zu den ersten beiden braucht man gar nichts sagen. Eigentlich, wenn man so will, das ist ja fast schon irgendwie sowas wie ein Charakterdrama. Und das Schöne an diesem Film ist halt einfach diese Underdog-Geschichte. Auch hier wieder, es wird eine Geschichte erzählt. Jemand, der sich von ganz unten nach ganz oben, im wahrsten Sinne des Wortes, durchboxt. Und wir erfahren, wie er seine Liebe findet. Wir erfahren, wie er mit dem Ganzen dann auch irgendwie immer weiter wächst. Also zu Rocky 1 brauchen wir eigentlich keine viele Worte verlieren. Das ist einfach. Was ich am schönsten daran finde, die Hauptsache, nämlich der Kampf, den verliert er. Ja, ja. Vergessen ja viele beim ersten, richtig. Er verliert. Genau. Spielt aber keine Rolle. Genau. Es spielt überhaupt keine Rolle. Weil im Grunde genommen hat er für sich trotzdem gewonnen. Er hat was erreicht, sein großes Ziel war ja immer, sich zu beweisen. Und er hat den Leuten bewiesen, Freunde, hier bin ich. Und es ist völlig scheißegal, ob er jetzt den ersten Kampf verliert oder nicht, er hat sich bewiesen, das ist halt gerade das Schöne. Oh, was haben wir denn hier? Predator. Jo, eine perfekte Mischung aus Actionfilm, Horrorfilm, Survival-Film. Auch eine ganz, ganz eigene Mischung, die in dieser Form, glaube ich, so gar nicht mehr wirklich gab. Also schon irgendwo ein einzigartiges Stück. Und vor allem, das Schöne ist ja hier, am Anfang vor allem, so die erste halbe, dreiviertel Stunde ist ja eigentlich ein typischer Schwarzenegger-Film, wie man es kennt. Ja, und dann kippt das. Und dann kippt dann das Ganze und wird dann quasi zu einem Survival-Drama mit Science-Fiction-Elementen, wenn man das so möchte. Na? Also auch eine ganz eigene, tolle Mischung und selbst der zweite, den zweiten finde ich auch mega. Ja. Der gefällt mir persönlich vielleicht sogar fast noch einen Ticken besser, weil er für mich persönlich einfach die bessere Action hat. Er ist halt schöner fürs Auge, sage ich jetzt mal. Ja. Na? Aber nichtsdestotrotz, Predator 1, genialer Film, auf jeden Fall. Untouchables. Brian De Palma auch für mich gnadenlos unterschätzt. Ja. Also bei Filmspezies nicht so. Ich glaube, bis heute wird er an Filmunis gelehrt, aber so, wenn man das 70er Kino oder das New Hollywood, wie es hieß, also wenn man sagt, wer da rauskam, George Lucas, Steven Spielberg, das Wort Coppola und so. Und De Palma fällt hinten immer ein bisschen runter. Ist richtig. Obwohl, wenn du überlegst, was der für geile Filme gemacht hat, den und natürlich Scarface. Also Scarface ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Und Blowout fand ich klasse. Wen? Blowout. Den habe ich noch gar nicht gesehen, du. Ah, kommt auf die To-Do-Liste. Ja, der kommt auf die To-Do-Liste. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der Blowout, der Tod löscht alle Spuren oder so ähnlich. Okay. Ja. Können wir uns nachher mal die Inhaltsangabe durchlesen? Mhm. Und dann, also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das wäre deine Hausnummer. Okay. Aber also, okay. Ja, okay. Palma einfach ja.
finde ich, gnadenlos unterschätzt und gnadenlos geiler Regisseur. Und leider, das, was man am meisten bei ihm weiß, ja, der hat den ersten Mission Impossible gemacht. Ist ein guter Film. Ja, zwei Episoden. Absolut, ist ein guter Agentenfilm. Aber schlussendlich mit Brian De Palma assoziiere ich wirklich halt solche Filme wie eben Scarface oder eben Untouchables. Und ja, ich merke gerade, ich habe den wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber die Charaktere, weißt, da spielt ein Sean Connery mit, dann hast du hier einen Kevin Costner und was weiß ich, wie sie noch alle heißen. Andy Garcia noch in dem, oder? Ja, richtig, der Andy Garcia noch hier als Robert De Niro dabei. Als ja, in einer wunderbaren Maske, die richtig toll passt. Mit der zweitbesten Baseballschlägerszene des Film der Filmgeschichte. Ich muss den wieder gucken. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf, du. Ist wirklich ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Sehr, sehr ewig. Traffic, auch so ein Film, den ich unbedingt mal wieder gucken sollte. Den habe ich das letzte Mal gefühlt vor 20 Jahren mal geschaut. Aber auch hier, was ich an diesem Film hier schön finde, ist, dass er quasi, je nachdem, wo du gerade bist, bist du in Mexiko oder bist du gerade in den Schatten oder sonst irgendwas, das wird alles irgendwie so mit einem passenden Farbfilter unterlegt. Wenn dir schon aufgefallen ist. Ich habe es gesehen, wenn du im DVD-Menü guckst. Normalerweise ist eine DVD untertitelt nach Kapiteln. Aha. Und der ist unterteilt in Tobacco und Smoke. Okay. Also Tobacco ist alles, was in Mexiko spielt, ist gelb. Ja. Und Smoke, also wo das Endprodukt dann geraucht wird, in den USA, ist alles in blau. Okay. Achte mal drauf. Witzig. Achte ich mal drauf. Da wird es hergestellt, da wird es konsumiert und entsprechend hast du die andere Farbfilter drin. Ja, okay. Ja. Also wie gesagt, auch ein Film, den habe ich ewig nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich nur ganz, ganz dunkel dran, aber... ja, irgendwie, keine Ahnung, weißt du, da hast du jetzt hier Streaming und ich ertappe mich so oft unter der Woche, dann schalte ich dann hier Netflix ein oder Amazon und bin immer auf der Suche nach irgendetwas, was mich anspricht. Das raubt mir so viel Zeit abends. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo. Ja. Ähnlich? Ja. Ja, weil dann irgendwie denkst, sag mal, es muss doch irgendwie einen Film geben, der mich irgendwie noch catcht, an dem ich noch irgendwie was finde, wo ich dann sage, oh, das war jetzt mal wieder was. Und das sind genau solche Filme schlussendlich, wo man irgendwie vermisst. Also auf jeden Fall, ich habe den wirklich als sehr, sehr gut in Erinnerung. Aber Inhaltsangabe, du, kann ich mich wirklich ganz, gar nicht mehr dran erinnern. Aber an den kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Leon, der Profi im Director's Cut. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Einfach eine wunderbare Geschichte. Und wie soll man das beschreiben? Ich weiß nicht, bist du der Meinung... Dass Natalie Portman, wie heißt ihr Charakter im Film? Mathilda. Mathilda, richtig. Und Leon, dass das so ein bisschen Liebelei dabei ist? Von ihr aus ja, aber der Leon wird ja von Anfang an als geistig jetzt ein bisschen, also der ist nicht von der schnellsten Sorte. Ein bisschen naiv dargestellt, ja. So, also insofern eine intelligentere Person würde dieses Machtverhältnis vielleicht ausnutzen, aber er ist ja ein bisschen zu töffelig und rafft es gar nicht so richtig. Verschluckt sich fast an der Milch, als sie sagt, ich glaube, ich bin in dich verliebt. Und es hat immer nur was so von großer Bruder und kleine Schwester. Ich wollte es jetzt gerade mit Onkel und Nichte irgendwie vergleichen. Ne? Ja. Mit Onkel und Nichte. Und die Nichte ist irgendwie ein bisschen zu sehr verknallt, während der Onkel es eben nicht ist. Und ey, Gary Oldman in dem Film. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich glaube, wenn es eine Performance gibt, wo man denkt, okay, der ist auf Koks, dann ist es Gary Oldman. Ja. Also da fällt mir jetzt wirklich keine bessere Performance ein von jemandem, der gerade irgendwie in seinem Wahn drin ist. Der spielt absolut mega da. Ja. Jo, weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ist großartig. Nicht viel, aber nimm doch mal bitte einfach nur als dramatischen Effekt für die Kamera. Nimm doch mal alle DVDs in die Hand. Mhm. Würde einer von denen heute 2023 noch produziert werden? Oh Gott. Aktuell nicht, nein. Aktuell nicht. Ronin, sowas findest du heute nicht mehr. In Filmen wie Rocky würde man sich wünschen. Ich glaube, der Einzige, der sowas noch hinkriegen würde, wäre tatsächlich Stallone selbst. Ihm würde man das durchgehen lassen. Ja. Das ist es. Also nicht, dass man es unbedingt will, aber man sagt, okay, wir haben Stallone als Zugpferd und wenn der nochmal mit einer ähnlichen Geschichte kommen sollte, dann lassen wir ihm das durchgehen, dann machen wir den Film. Und er würde erfolgreich werden, bin ich überzeugt davon. Predator. Das ist jetzt ein Film, wo ich mir noch am ehesten vorstellen könnte, dass sowas heute noch funktionieren würde. Sci-Fi, Action und Dschungel und Geballer. Ja. Könnte ich mir vorstellen, wenn man irgendwie es schafft, eine ähnliche innovative Geschichte wieder auf die Beine zu stellen, dann würde sowas
heute auch noch beim großen Publikum funktionieren. Denke ich schon. Traut euch! Untouchables! Du hast immerhin den Markennamen Al Capone. Ja. Das ist ja schon mal besser als kein Verkaufsargument. Ja. Im Moment läuft gerade eine, wie heißt er, Gotti-Doku auf Netflix. Mach doch mal was über Gotti. Warum nicht? Gab's ja den John Travolta-Film. Den habe ich nicht gesehen. Okay, dann ist er an dir genauso vorbeigelaufen wie an 99% der Bevölkerung, okay. Was nicht okay. Für den Film spricht. Okay, also du hast ihn auch nicht gesehen oder hast du ihn gesehen? Nein, aber ich habe nur Schlechtes drüber gehört. Okay. Ja. So, Traffic, ich glaube, sowas würde heute am allerwenigsten irgendwie funktionieren. Warum auch immer, schade eigentlich. Leon, sowas, da sehe ich auch Potenzial drin. Machart in dieser Richtung, ich glaube, das könnte das heutige Publikum auch noch ansprechen, weil es Gefühle wecken würde. Weißt du, was ich meine? Einfach so ein bisschen so, weil schlussendlich dieser Film, der spricht dich ja an, der weckt ja irgendwie ein gewisses Gefühl also in dir. Profikiller mit gutem Gewissen. Richtig. Irgendwie eine Figur, mit der man wirklich sympathisieren kann, wo man sagt, okay, der ist schräg, diese komische Beziehung, wo er mit der Mathilda hat, die ist schräg, aber ich meine, da sind Gott sei Dank ganz klare Grenzen. Und ja, einfach dieses Miteinander. Ich glaube, sowas würde dem heutigen Kinopublikum schon irgendwo zusagen. Okay, also heißt, aber sie wissen es nicht. Hieß also Leon und Predator, also 2 von 6 DVDs. Ja, und Rocky, je nachdem, mit Fragezeichen, wer dahinter steht, um sowas zu machen. Ich glaube, sowas würde im heutigen Kinoumfeld noch funktionieren. Ja, jetzt schmeiße ich noch ein paar Begriffe rein. Ich nehme einen Hauptdarsteller aus Buckaroo Banzai, der gefloppt ist, und einen holländischen Regisseur, der noch nie in Hollywood gearbeitet hat. Aha. Und einen FSK 18 Film. Was keine Fortsetzung ist, keine Comic-Verfilmung, kein Remake, gar nichts. Buckaroo Banzai, ach Gott. Ja. Und nenne das Ganze Robocop, was schon als Titel bescheuert klingt. Aha. Und gehe zum Studio und sage, ich brauche dafür $30 Millionen. Was in heutiger Währung wahrscheinlich heißt $130 Millionen. Plus minus, ja. FSK 18 oder ja. Entsprechung des R-Rating in den USA. Ja, wird das ja, heute ja. Noch so funktionieren? Nein, leider nein. Es wäre schön, wenn es eine Entwicklung in diese Richtung wieder geben würde, dass man sagt, okay, komm, wir trauen uns auch mal wieder, einen Film zu machen, speziell jetzt, der das erwachsene Publikum anspricht. Warum zum Teufel muss es unbedingt so sein, dass auch die 12-, 10-, 8-Jährigen mit dem Kino vertreten sind? Für was dann? Mein Gott, es gibt Harry Potter, es gibt zig andere Filme oder so, wo die Kleinen damit rein können, aber eben dieses erwachsene Kino, es kommt einfach zu kurz. Es kommt einfach viel zu kurz. Und Robocop wäre wirklich, was soll man über Robocop sagen? Das ist einfach eine wunderbare Mischung. Na? Ist es eher, weil gehen Erwachsene einfach nicht mehr ins Kino, weil sie nicht mehr ins Kino gehen? Oder werden keine Stoffe für Erwachsene mehr gemacht und darum gehen sie nicht mehr ins Kino? Es werden keine Stoffe mehr produziert, die Erwachsenen halt gezielt ansprechen. Das wäre so für mich irgendwo das Naheliegendste. Weil ich glaube, viele würden noch gerne wollen, aber geh doch mal heute ins Kino, was weiß ich, wenn da irgendwelche... Welche Filme siehst du, wo jetzt ausschließlich Erwachsene drin hocken? Da hast du... Oh, das war der letzte Film, wo ich im Kino war. A Haunting in Venice, jetzt fällt mir es wieder ein. Pierrot, wie heißt er? Hercule Pierrot, genau. Die neueste, also nach, was war da, Tod auf dem Nil und ja. Orient Express, und das war jetzt dieser dritte Film, wo der jetzt rausgekommen ist. Ja, da war ich dann tatsächlich noch im Kino. Das war jetzt tatsächlich ein Film, da saßen nur Erwachsene drin. Ja. Der spricht halt die Jugend überhaupt nicht an. Aber ist halt auch wieder so sehr Genre, dass halt auch wieder nur ein gewisses Erwachsenenpublikum ins Kino reingeht. Also da fehlt noch so ein bisschen die Anknüpfpunkte von hier und da und dort, dass es einfach noch mehr Erwachsene ansprechen könnte. Und Robocop, weil du es angesprochen hast, sorry, der hat wirklich alles. Der hat brachiale Gewalt, der hat richtig mega gute Action und vor allem, der hat halt eine richtig heftige Message, die dich irgendwo anspricht. Die Figuren, die sind super geschrieben, die Figuren, die sind super gezeichnet. Ich hab's und die Kritik, dieser Zynismus dahinter, der ist einfach genial. Am schlimmsten ist mir aufgefallen bei dem Remake. Ja. Da war der,
wie immer, wir drehen gleich eine Trilogie oder was weiß ich, wie viele Filme hintereinander weg. Also diese gesamten 2 Stunden des Robocop Remakes waren im Grunde die Origin Story. Ja. Und ich denke mir, im Originalfilm haben sie es doch geschafft, in den ersten 25 Minuten die Origin Story zu erzählen. Richtig. Warum brauche ich heute 2 Stunden für etwas, was ich 1987 in 25 Minuten abfrühstücken kann? Es ist genau dieses Problem, weil man gleich mit diesem Hintergedanken rangegangen ist, wir machen draus ein Franchise. Wir machen draus ein massenkompatibles Franchise, deswegen lassen wir uns hier schön Zeit, weil mir ging es dann wahrscheinlich so wie dir, wo ich dann gedacht habe, boah, Freunde, also okay, jetzt sind 2 Stunden rum, aber eigentlich ist nicht wirklich viel passiert. Ja. Ja. Und eben, warum? Warum? Erzähl doch gleich irgendwie eine packende Geschichte im ersten Film und halt dich nicht irgendwie 2 Stunden lang auf mit irgendwelchen Hintergrundsachen, nur um etwas zu etablieren, was du dann in den nächsten 2, 3 Filmen dann nochmal ausbauen kannst. Wozu? Ich meine, die Ansätze, die waren ja da. Die waren ja da, aber irgendwie, es wirkt ja alles einfach nur so halbgar. Leider. Viel zu halbgar und viel zu zahm. Und das, wenn man jetzt eben das Remake mit dem Original vergleicht, wie habe ich da in meinem Video gesagt gehabt, im Original, da hast du halt wirklich eben diesen Zynismus, diesen krassen Scheiß bekommen, und hier im Remake hast du halt wirklich irgendwie sowas völlig Weichgespültes, was im Grunde genommen ja auch wieder irgendwo das moderne Hollywood präsentiert. Na? Wir machen alles irgendwie konform. So massenkompatibel wie nur möglich. Es ist für mich einfach so dieses A und O an Problem, was das heutige Hollywood-Kino angeht. Das ist halt wirklich schade. Ich glaube, irgendwo da drin ist auch ein guter Film versteckt. Also, du hast ja gerade in der heutigen Zeit, du könntest den ja aktualisieren. Du hast Drohnen, Kriegsführung drin. Genau. Firmen sind noch mächtiger geworden. Richtig. Diese Firma kauft jene Firma auf. Du hast noch mehr Konglomerate, noch mehr Milliardenkonzerne. Und das merkst du ja auch im Film. Das merkst du ja, genau diese Ansätze. Die merkst du, die sind da, aber die werden irgendwo, die verlaufen einfach so ein bisschen im Sande, einfach um das Spektakel für die 12-Jährigen so breit wie nur möglich auszutreten am Ende. Und das ist halt echt schade. Weil vor allem die ersten 10, 15 Minuten des Films, ich finde die eigentlich relativ gut. Die sind wirklich gut, wie das Ganze dann aufgebaut wird, wie du den Murphy siehst, wie er dann in sein Polizeirevier dann reinläuft. Du hörst die geile Musik von Polidori so im Hintergrund oder zumindest eine Abwandlung davon. Da denkst du, okay, alles klar. Die Geschichte, es passt. Da scheint irgendwas dahinter zu stecken. Und am Ende endet es doch nur in einem CGI-Spektakel. Kein schlechtes, waren schöne Bilder, aber das war ja genau das. Im Grunde genommen wirkt der Film viel zu künstlich. Mir fehlt einfach so dieses raue Echte. Und das vermisse ich in so vielen Filmen heutzutage. Einfach so, eben, ich möchte was Echtes erleben, ich möchte was Raues erleben. Etwas, wo ich sagen kann, oh, genau so könnte das wirklich passieren. Und mit so fetten Einschusslöchern, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. Und nicht mit irgendwelchen komischen CGI-Blut, wenn überhaupt mal Blut spritzt, was ja bei Robocop nicht mal macht, im Remake. Um die FSK-Freigabe nicht zu gefährden. So.